Glückwunsch. Come on! Loch. So, ich wollte mal zu dir. Das sind übrigens alles Bilder und Szenen aus den Büchern, die hier einfach in eine andere Reihenfolge gesetzt wurden. Das ist irgendwie... Hier geht's nicht weiter. Mir nach. Zurück zu Savola. Der ist mir zu schnell. Es mag vielleicht lächerlich erscheinen, dass man hier sozusagen nur zwischen zwei verschiedenen Kampfstilen wechseln kann. Aber das ist durchaus eine Komplexität, die damals nicht üblich war. Damals war einfach nur, du hast die Dinge angeklickt und dann wurde sie platt gemacht. Und dann meistens auch noch mit relativ langweiligen Moves. Das, was das angeht, ist das Spiel hier gar nicht mal so dämlich. Man muss schon so ein bisschen nachdenken, welchen Kampfstil brauche ich. Und so. Na komm. Welten. Und falls ihr euch wundert, wieso ich jetzt ein bisschen mit der Steuerung rumkrapsle, die Kamera verändert sich ja, wenn ich den Maus, den Rand berühre. Aber da links der zweite Monitor steht, reagiert sie nicht, wenn ich den Mauszeiger nach links ziehe. Deswegen muss ich dann immer mit der Tastatur nachkorrigieren. Und das habe ich noch nicht so ganz raus. Melde, keine alten Spiele mehr. So, da muss ich hin, ne? Ich kann ja voll mitchecken jetzt hier, ne? Okay. Linksklicke auf die Winde, um das Tor zu öffnen. So. Ja, die waren ja total überrascht und total geschockt gerade. Kaba. Verdammt, Geralt. Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Chris könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einen starken Magier mit einem Funkspringer nicht den Rücken zubringen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Triss. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder? Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Triss, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savola etwas Neues einfällt. So, entschuldigt, aber jetzt muss ich mal kurz um die Ecke. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ich traue mich gar nicht rauszutappen, weil, ne, und so.
Matt Hell! Welcome back. Die Tina ist hier und hat gefragt, ob sie ein wenig zocken kann. Und natürlich, ne? Und deswegen probieren wir gerade ein wenig Witcher 1 aus. Im Vergleich zu dem, was ich von Witcher 3 gesehen habe. Und warum ich mich so drauf freue, das zu spielen, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Nur mal so. Nebenbei. An alle. Und Polstergeist. Ich habe gelernt. Tatsächlich habe ich gelernt. Polstergeist. Moin. Ja. Also wir werden auf jeden Fall das jetzt ein bisschen hier zocken. Damit auch die Leute, die was gewinnen wollen, ein wenig Tinte sammeln können. Ne? Ist ja nur fair. Ne? So ist es. Und so sieht's aus. Ich will tatsächlich gar nicht hier rauszuholen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, ist das Ganze hier wieder weg wahrscheinlich. Jetzt würde ich die Musik vielleicht ein bisschen leiser machen, aber ist auch nicht so schlimm, glaube ich. Ist ja nur Witcher 1. Lutanior, einen wunderschönen guten Morgen auch dir, mein Lieber. Okay, so sieht's hier aus. Schick, moin zusammen. Ich probiere jetzt einfach mal, ich weiß es nicht, ich würde es dir tatsächlich gerne zeigen, wie es hier wirklich aussieht. Da kannst du dir das Studio angucken. Wir haben nur ein Problem. Witcher 1 ist so alt, dass der Rechner ein Problem hat. Mit dem Alter. Und wir haben schon zweimal hier sind wir rausgetappt und haben was gedrückt und sofort war alles weg. Und jetzt haben wir Schiss, Tina ist gerade mal austreten. Jetzt haben wir Schiss, dass wenn wir jetzt wieder rausgehen, dass wieder alles weg ist. Du hast Streampause. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Crew. Wir spielen Witcher 1. Ein wenig. Ich schätze mal noch so ein Stündchen oder zwei. Und dann werden wir noch ein paar Gewinne raushauen. Das ist dann natürlich blöd, weil das genau in den Stream fällt von Metal. Ne? Ansonsten, wenn ihr was gewinnen wollt und so, followt, drückt jetzt den Follow-Button, dann könnt ihr auf jeden Fall später was gewinnen. Bis 19 Uhr ist da und kurz vorher werde ich auch noch ein paar schöne Sachen rausholen. Vielleicht ein paar Keys, ein paar T-Shirts und ein paar Karten für zwei lustige Veranstaltungen. Nur so, das mit der Kohle und den Gewinnen, das steht da nicht umsonst. Wir haben schon ganz viel rausgehauen und haben schon einige Leute was gewonnen. Ja. Ich finde es total geil, dass man Angst haben muss vorm Raustappen übrigens. Weil ich mache das ja noch nicht lange, ne? Aber ich hatte das immer so im Kopf, dass wenn man neue Spiele spielt, Angst haben muss, dass was nicht funktioniert, weil der Rechner das nicht greifen kann oder so, weil er halt nicht gut genug ist. Aber es funktioniert nur schwierig hier etwas, wenn das Spiel alt ist. Macht wahrscheinlich für alle von euch Sinn, für mich nicht. So quasi als Neuling. Aber so ist es. So ist es. Ich will jetzt auch nicht weiterspielen. Das Hauptproblem ist die Auflösung. Okay. Weil das Spiel eine andere Auflösung benutzt als dein Desktop. Okay, kann man das nicht umstellen? Will ich das umstellen? Habe ich Angst, dass dann wieder nichts funktioniert? Man weiß es nicht. Ist ja auch so, ne, dass wir das der Tina gönnen, weil die Tina hat heute Kind und Mann frei und kann mal ein bisschen zocken und hier ein bisschen mitmachen und so. Das könnt ihr übrigens auch alle, ne, wenn ihr Bock habt, vorbeikommen und ihr könnt ja alle mitspielen, mitstreamen und so weiter. Ne? So. Ark. So. Ja. Ach ja, genau. Wir sollen jetzt irgendwas nachgucken, ne? Ich habe mich nicht getraut, rauszutappen, weil wenn ich da wieder drauf gedrückt hätte, wäre wahrscheinlich da wieder der Mauszeiger weg. Ja, alles gut. Und wir haben noch nicht gespeichert, deswegen. Öffnen das Inventar durch Linksklick auf das Ranzensymbol. Was ist denn ein Ranzensymbol? Ja, das ist. Gute Frage. Ach, da oben, ja. Da. Ja, ganz klar. Das ist das Ranzensymbol. Ich finde das ja sogar lustig, mal so ein älteres Spiel zu spielen, wenn man raustappen könnte. Dann wäre alles nicht so schlimm. Um Zugang zu Gegenständen zu erhalten, Rechtsklick auf den Dollartrank, um ihn zu benutzen. Tiertränke aus dem Inventar auf schnelle Fläche.
Schnellflächen? Fächer, Schnellfächer, okay. Um euch einen schnelleren Benutzung zu ermöglichen. Okay. Das ist. Ach, das ist. Donner. Genau, den wollen wir jetzt inhalieren. Rechtsklick zu benutzen. Rechter Mate. Genau. Bewegt den Cursor über ein Effektsymbol, um Informationen über den Effekt zu erhalten. Effektsymbol, ah, da. Da, das ist so Donner. Aber den hier packen wir uns auch noch tatsächlich auf die Schnellleiste. Okay. Ja, jetzt gehen wir mal rein. Wir haben es richtig eilig. Ja, aber total, ne? Was soll ich jetzt machen? Achso, noch. Jungspund einsammeln. Fertig, Geralt? Ist das euer erster echter Kampf? Nein, aber ich habe noch niemals einen Menschen getötet. Was haben die alle für Probleme mit ihrer Unterlippe? Also wie gesagt, die haben ja auch, also die haben so eine Mimik, so, so ausdrucksstark, so intuitiv. Ja, und so eine Unterlippe. Geralt, lass uns gehen. Na klar. Ich kenne alle Balladen, die Rittersporn über euch verfasst hat. Lambert sagt, dass ich nie so schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen. Ihr habt Lambert geschlagen? Wir haben gefochten, als dieser seltsame Sturm kam. Lambert sah weg, ich machte eine Drehung und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr werdet bestimmt noch ein guter Schwertkämpfer. Ich weiß. Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. Ich mal kurz Chat lesen. Ich glaube, dieses Spiel, ja, Full HD, das wäre, glaube ich, ein Traum. Das Lustige ist ja tatsächlich, ich glaube wirklich, dass wenn ich vor 7 Jahren gerafft hätte, wie geil Computerspiele geworden sind, und nicht erst letztes Jahr, dann hätte ich das auch geil gefunden. Oder wann auch von, oder vor 10 Jahren oder wann das auch immer da jetzt war. Weil das natürlich im Vergleich zu dem Retro-Pixel-Gedöns, was jetzt schon wieder in ist, natürlich eine wahnsinnige Steigerung ist. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr, dass man doppelklickt, um auszuweichen. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurdet. Darf ich den? Hat der nicht eigentlich 2 Schwerter? Ja, aber dann hat das zweite hat er noch nicht. So. Geralt hat ja vergessen, wer er ist. Dementsprechend hat er auch sozusagen seine Ausbildung vergessen. Und weiß übrigens, was ich sehr cool finde, dass diese Hallen im dritten Teil genau so nachgebaut sind. Das ist genau dieser Ort. Wie gesagt, nach links gehen ist schwierig. Bitte alle Gegner nur von rechts. Habt ihr gehört? Der versuch mal Wing Commander 1 zum Laufen zu bekommen, dann weißt du, welche Mini du erweitern darfst. Okay. Da habe ich jetzt schon Schiss vor. ja, also Greifensymbol. Oder indem du C drückst. Okay, stark, schnell. C, ja, das kriege ich nicht hin. Also, wir sollen ja vielleicht mal in den Gruppenkampf gehen. Aber ihr habt alle Ahnung davon und so, ne? Es müsste doch möglich sein, irgendwie, dass man quasi auf seinem Rechner oder mit Windows 10 ein Programm aufruft, das halt quasi zurückgesetzt ist, damit man halt sowas einwandfrei ans Laufen bringt. Du könntest eine virtuelle Maschine mit einer älteren Version machen. Und da drin das dann laufen lassen. Aber ob das